Hallo und willkommen zurück bei Bellride. Guckt euch das an. Perfekter Sonnenaufgang aus unserer neuen Hütte. Das ist ja fast wie wenn in Ägypten oder bei anderen Bauwerken zur Sommersonnenwende oder zur Wintersonnenwende zweimal im Jahr die Sonne perfekt steht und genau reinscheint. Das ist ja super. Ja, gefällt mir. Gut gebaut. So ein Zufall aber auch. Ist nicht ganz hundertprozentig, aber. Sieht schon ganz cool aus. So, also, Lebensmittelproduktion haben wir angepasst in der letzten Folge. Mal schauen, ob sich das ausgeht, ob wir jetzt mehr Eintöpfe haben die nächsten Tage. Aktuell sieht es hier relativ mau aus. Wir haben immerhin fünf verdorbenes Essen, aber da muss ich auch heute erstmal drum gekümmert werden. Die müssen erstmal gucken. Ah, ein zweiter Kessel. Mensch, was hat er denn vor? Das werden wir alle zusammen rausfinden. Ich wollte gerade sagen, was ist denn das hier für ein Häschensymbol? Das ist die Gerberhütte, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Na gut. So, Gwen und Matt, das sind die, die sammeln gehen, genau. Bären und so weiter und Salbei und hast du nicht gesehen? Salbei bauen wir aber auch nebenbei an, weil wir das halt brauchen für die Sachen da unten, die dann da hergestellt werden wollen. Jordan kümmert sich drum, genau. Vier Baumstämme. Acht Seile und ja, danke. Fünfmal Stroh. Die Frage ist jetzt, ja, das lockige Stroh und acht Seile. Da war kein Stroh. Nee, das war nur fünf, ne? Und acht Seile. So rum war es jetzt, glaube ich, richtig. Ne, zweimal Stroh sogar noch und fünf Seile. So rum. Haben die gerade was hingebracht? Das kann natürlich auch sein. Wenn die in der Zwischenzeit da was abgeliefert haben. Fünf Seile, zwei Stroh, vier Baumstämme. Dann können sie die Hütte auch schon bauen. Die ist jetzt nicht wichtig. Wir haben noch einen Platz in der vorletzten Hütte. Und dann für die letzte Hütte werden wieder drei frei. So, da holen wir natürlich die Baumstämme noch ran. Und da haben wir es jetzt auch nicht mehr so weit, weil hier schon wieder Bäume nachgewachsen sind. Perfekt. Genau, hier überall, wo die Stümpfe stehen geblieben sind, da werden dann die Baumsämlinge, der hier nicht, aber da hinten, die alle so rausgucken, da werden die Baumsämlinge platziert und da werden dann wieder Bäume draus. Ja, und wenn wir direkt schon hier welche vor der Hütte haben, nehmen wir die auch sofort mit. Jane. Ihr fehlt auch noch ein Kopfteil. So, zwei. Ach so, hatte ich die Hütte freigegeben? Ja. Die darf jetzt nebenbei schon bebaut werden. Zwei rauskommen, wäre es perfekt. Ne, hier kommen drei raus, schade. So, ist richtig, genau. Okay. Ja, noch will keiner bauen. Die haben erstmal alle noch schön zu tun. Der da schleppt irgendeinen Samen irgendwo hin, glaube ich. Ach so, haben wir schon? Gut. Nimm mal mit. Neue Trophäen werden auch gerade nicht gebaut. Ach doch, eine Wolfstrophäe. Ach doch, da arbeitet jemand dran. Okay, das hatte ich nicht gesehen. Entschuldigung, da hinten habe ich nicht gesehen. Na, nicht so schüchtern. Nimm den großen Baumstamm ruhig mal in die Hand. Genau. So, dann haben wir hier alles für die Hütte. Und dann ihr könnt gern loslegen. Macht er jetzt seinen Kessel an? Ich
Fleischeintopf, 3 Stück. Okay. Ach, da können auch mehrere drin platziert sein, ja? Also hier, ich sehe zwar hier kein internes Lager. 17 Fleischeintöpfe haben die hier schon mitgemacht. Nächste Wolfstrophäe ist fertig. Hier, das ist noch ganz neu, da ist noch nichts passiert. Okay, na, ich lasse die hier jetzt einfach mal machen. Mal gucken, was am Ende... Oh, Jane, warte mal. Elise könnte auch eine neue Haube vertragen. So, so ist doch viel schicker, oder? Sieht es nicht mehr so am Kopf. Heute ist hier, scheint hier ganz schön windiger Tag zu sein. So, hier hatten wir alles nur Sachen mit irgendwie, ja, Bronze. Na gut, die Lederstiefel, aber wir haben welche mit 10 Rüstung. Ja, jetzt hat er die dreimal Fleischeintopfen weggenommen. Okay, also da kann nicht nur einer drin sein. Ein fertiger, darum ging es mir, weshalb ich da noch einen zweiten Kessel gebaut habe. Da können 3 drin sein. Ah, die Hirschtrophäe ist fertig. Sehr gut. Ja, auch nicht schlecht. Ach, da brauchen wir wieder Federn. Ja, das... Gerne auch mal versuchen, Federn irgendwo herzubekommen. Opal! Ah, sehr schön. Ja, du brauchst auch mal Klamotten. Sie baut jetzt am Haus rum. Sehr schön. Da ist auch schon ein bisschen was geschehen, sehe ich. Da steht schon eine Latte, haben sie schon platziert. News from the kingdom. There's always something. Ah, baut noch die Fackel. Fertig den. Nein. So, danke. Die können wir auch gleich nochmal platzieren. Wir können ja mal gucken, ob wir vielleicht nochmal ein paar Federn schon mal rankriegen. Früher oder eher später brauchen wir dann da auch doch noch einige mehr. So. Soll keiner sagen, wir wären keine Jäger. Ich baue hier alles voll mit den Dingern. Ich finde die ganz cool. Ja, cool, wenn man die so irgendwie an die Wand hängen könnte, aber... sind nur Stand-Trophäen. Ja, hat was von so einer Schamanenhütte mittlerweile. So, hier haben wir noch eine Fackel. Wir könnten auch hier mal zwischendrin noch mal irgendwo eine platzieren. Vielleicht nicht am Feuerholz. Vielleicht auch nicht da, wo so getrocknete Sachen sind. Na gut, das ist eh hier alles so eine Strohhütte. Stroh brennt ja nicht, wie man weiß. Stein brennt, Stroh brennt nicht. So rum. Und deswegen macht es auch nichts aus, wenn ich hier theoretisch direkt eine Fackel platziere. Achso, die ist da rot. Das ist, okay, ich kann die ja gar nicht platzieren. Die brauchen ein bisschen mehr Platz. Ja, wenn man die direkt platziert, dann brennen die auch am Tag erstmal, was die ja sonst nicht machen. Jetzt kommen wieder die Kartoffeln, sehr schön. 4 Tage waren es jetzt, glaube ich, noch bis zum Winter, ne? Ach, geil. Nicht genügend Ressourcen, Wolfszähne, die sind jetzt alle, genau. Aber wir könnten noch eine Hirschtrophäe bauen, da müssen sie das helle Fell erstmal ran organisieren. So, hier drüben steht schon eine Fackel, da unten steht eine, da drüben steht eine. Jetzt steht da auch eine. Da hatte ich hier schon irgendwo eine platziert, ich glaube nicht. Aber hier hängt so eine Laterne mit dran. Oh, da haben wir noch eine hin. Eine haben wir noch. Vielleicht. Ah.
So. Gut. Ja, mal gucken, ob da heute Abend da noch ein paar Fleischeintöpfe mehr zusammengekommen sind. Wir gucken mal, ob wir eventuell mal an so einen Vogel rankommen. Hier wird noch Flachs angebaut. Baut hier ruhig mal Salbei mit an. So, Pfeile hatten wir wieder aufgefrischt. Ist ja schon eine kleine Kunst, die Vögel zu treffen. Ein einziges Mal habe ich es geschafft bisher. Oh, ein Wolf. Echt nicht? Okay. Ich glaube, die ziehen mir schon wenige. Oh, 4 Zähne. Nice. Reicht für 2. Hab mittlerweile schon den Umrechnungsfaktor direkt im Kopf, für wie viele Trophäen das reicht. Reicht für 2. Da ist einer, da ist einer. Oh, sehr gut. Yes. Mensch, das ist ja heute wie auf dem Präsentierteller hier. Oh, eine Trophäe. Yeah. Ah, der da hinten geht gerade weg. Nicht, wenn der so rumzittert. Nice. Gut. Ja, ein bisschen mehr Geduld und wenn ich die rechtzeitig sehe, klappt es ganz gut. Sehr gut, die nächste Hirschtrophäe ist fertig. Yes! Das Fell brauchen wir natürlich auch in größeren Mengen jetzt. Kurz ein bisschen Ausdauer rankommen lassen. Wen haben wir da? Das ist so ein neutraler Brigantentrupp. Oder einer. Das war zu hoch, oder? Nee, okay. Gab zwar keinen Trefferindikator, aber... Vielleicht hat er sich nur schlafen gelegt? Hallo? Nee. Wieder 8-mal Fell, das ist ja unglaublich. Hätte ja schon mal gemeint, dass die eventuell die Ressourcen, die man von den Wildtieren erhält, erhöht haben. Gerade was so Fell und Trophäen angeht. Er duckt sich schon weg. Das war zu hoch, oder? Nee, war auch gut, okay. Ja, das... lief doch mal relativ zufriedenstellend. Ich glaube, wir müssen auch mal wieder... Na gut. Das eine Fleisch kann ich jetzt nicht mitnehmen. Das ist nicht so wild. Also es ist Wildfleisch, ja, aber... Warte, hier unten ist doch direkt... Nehmen wir das wieder mit. Ja, Schilfrohr bräuchten wir und Cranberries könnten wir im Sumpf noch mal gucken, ob wir da welche mitnehmen. Ich müsste vorher selber was essen. Was haben wir hier oben? Ein Wolf. Okay. Ja, ich wollte eigentlich auf Vogeljagd gehen. Das hat sich nun erübrigt. Dadurch, dass die Hirsche so gut mitgespielt haben diesmal. Aber vielleicht fliegt mir im Sumpf einer vor die Nase. Ah ja, Tag 97 haben wir ja. Da unten rechts, da steht es ja jedes Mal noch. Oh, hallo. Jetzt werden wir jedes Mal von dem Hirschkopf begrüßt. Auch schön. So, da kann ich die Hirschfelle, also die helleren Felle, auch direkt hier unten mit reinpacken, weil die hier auch gebraucht werden für die Herstellung der Hirschtrophäen. 25, gar nicht schlecht.
Und die Wolfszene. Ja, da kommt gleich noch eine Hirschtrophäe. Wunderbar. Ja, also läuft es doch erstmal gut. Die Hütte ist bald fertig. Wir haben in der anderen Hütte ist noch einmal Platz. Und ja, vielleicht kriegen wir direkt noch genügend, dass wir sogar nochmal jemanden Neues dann einstellen können. Ich frag mich, wo hier der Chef wohnt. War's das ja? Aber viel, viel Fleisch. Für hoffentlich, hoffentlich viele Fleischeintöpfe, die die hier zusammenbauen. Einer ist drin. So, jetzt habt ihr auch wieder... Ja gut, es hat auch an Fleisch gefehlt, das stimmt. Naja. Ja, wir kriegen das schon hin. So, wir gehen mal zum Sumpf. Hier. Die nächste Hirschtrophäe fertig. Perfekt. So, Cranberries müsste es ja wieder geben. Und Schilfrohr. Wenn es noch nicht wieder nachgewachsen ist, wo wir uns das letzte Mal das weggenommen haben. Gibt es hier mit Sicherheit noch genügend andere Stellen. Hier war ja Torf. Moose. Ach, lol. Okay. Ja, gesehen hatte ich, dass es das gibt, aber wir haben noch nie Moos gesammelt. Jetzt bin ich gespannt, ob ich das einfach so mitnehmen kann oder ob ich da auch wieder eine Schaufel oder irgendwas für brauche. Aha. Ach, wenn immer irgendwas anderes zwischen den Sachen liegt, die ich eigentlich sammeln möchte. Ach, guck mal, Hausbau ist abgeschlossen. Hier gibt's Moos. Ist mir gar nicht aufgefallen, weil ich beim letzten Mal, als wir hier waren... Nein, lass den Stein hier. Da hatte ich mich ja nur auf dieses Teil da konzentriert. Für was brauchte ich Moos nochmal? Ich hatte schon hier und da mal gesehen, aber... Wir nehmen einfach mal ein bisschen was mit. Oh, was haben wir denn hier? Naja, komm. Die Steine dazwischen, das ist gemein. So. Packen wir uns einmal schön das Inventar mit voll. Hier war noch irgendwo einmal Moos hier. Da auch noch. Gut, jetzt ist eh voll. Auch hier die Soundkulisse im Sumpf finde ich ganz cool. Was hier alles so zirpt und Laute von sich gibt. Schön gemacht. Allgemein, der Sumpf gefällt mir. Die Bäume hier mit diesen hängenden Ästen, was da runterhängt. Na, guck mal, hier fliegen auch Vögel rum. Da können wir gleich nochmal schauen. So, wo packe ich denn jetzt die Moose hin? Für was genau brauchte man Moose? Für medizinische Zwecke. Ach. Ah ja. Ja, also hier passiert aber auch nichts. Warum nicht? Hier gibt es halt keine Verwaltung für dieses Räuchergestell. Da kann ich bloß...
Genau, Lagerfeuer mit Kessel, die sind schon auf Priorität 1. Das Räuchergestell ist auf 2. Ja, wäre schon cool, wenn die sich da so ein bisschen anderweitig drum kümmern. Das einmal Zinnerz gebe ich mal noch hier oben ab. Ah ja, hier, das ist das neue Gebäude, perfekt. Das ist auch schön geworden. Ja. Ja, doch, schmiegt sich hier an diese kleine Kuhle ganz gut an. Ist okay. Hey, Anni. Und hier vorne noch einen Zaun dran bauen, oder nicht? Warte mal. Muss den einen erst wieder fertig bauen, bevor ich da gescheit einen anderen dran setzen kann. Machen wir mal ganz fix, die gehen ja immer sehr schnell. Gleich noch einen für die nächsten 3 Äste. Sehr gut. Ich hoffe, die hängen dann hier nicht wieder fest, weil die hier immer so ein bisschen die Abkürzung nehmen, wo jetzt gleich der Zaun entsteht. Die gehen ja nicht ganz dem Weg entlang. Ich denke, das kriegen sie schon mit, wenn da was rumsteht. So, perfekt. Und das manchmal nicht so sieht, ne? Je nachdem, wo man da gerade. Probieren wir's. Ja, Rüben kommen auch immer mehr rein, das gefällt mir. Das ist doch ganz schnucklig geworden. Macht schon ein bisschen was mehr her mit dem. Mit nochmal so einem Zaun. Ja, passt auch hier ganz okay. Schon gut. Könnte man hier vielleicht nochmal eine Fackel irgendwo an die Seite bauen. Ist denn da noch was fertiggestellt worden? Wir gehen jetzt heute nicht nochmal in den Sumpf. Ist gleich hier Schlafenszeit im Spiel. Ja, sehr gut. Es wird wieder in der nächsten Vollwolfstrophäe gearbeitet. Die müssten auch, glaube ich, langsam echt die Schnauze voll haben. Ständig diese scheiß Trophäenbilder, Alter, haben. Junge, Junge. Kann er sich nicht mal was anderes wünschen? Nein. Kann er nicht. 1300 Punkte haben wir schon wieder. Gefällt mir. Würde schon mal, wenn ich die beiden jetzt noch platziert habe, direkt wieder für den nächsten Dorfbewohner reichen. Vorsicht. Was ist da los? So, 1500. Wir bauen uns einfach einen Verteidigungswall um das Dorf aus Jagdtrophäen. Hey, Everell, hey, Föbe. Ah, jetzt brennen sie wieder. 4 Fleischeintöpfe. Kommt denn da eigentlich immer nur einer raus oder gleich mehrere? Wie ist denn das? Kann ja auch sein, dass wenn die einmal was zurecht brauen. News from the kingdom. There's always something. Ah, da kommt gleich 3 raus oder was? Also auf einmal. Naja, ich nehme mir mal einen weg für morgen. Nochmal eine Wolfstrophäe, die holen wir auch direkt nochmal ab. Hier leuchtet schon das Licht. Ja, dann. Das
Das müsste auch gleich überall anders angehen eigentlich. Oder? Will heute nicht? Gucken wir mal. Was baust du noch? Noch eine Hirschtrophäe? Ja, Mathilde macht auf jeden Fall gute Erfahrungspunkte bei der Herstellung. Geht heute das Licht nicht richtig an? So hier und da, da unten bei der Fackel, aber die hatten wir auch erst gestellt. Mal gucken, ob jetzt 21 Uhr die Lichter angehen. 53, 54. Ja, es ist ja auch noch ein bisschen hell, ja. So. Ha, tatsächlich, 21 Uhr. Ich habe nie drauf geachtet, zu welcher Uhrzeit die angehen. Jetzt weiß ich es, 21 Uhr. Gut, wir gehen ins Bett und übernachten mal wieder hier. Wir haben leider keine Tür. Tag 98, zwei Tage bis zum Winter, da ist wieder die Aufnahme beendet gerade. Ja, sehr schön. Sieht doch gut aus. Das ist schon cool, wenn die Sonne noch so ein bisschen rötlicher hier scheint. Haben die sich jetzt alles von Fleischeintopf weggenommen? Bestimmt, ja. Aber das geht nicht so richtig vorwärts, also irgendwas fehlt immer. Na gut, ja, wenn das Fleisch nicht da ist, gut, was sollen sie machen? Stimmt schon. So, 1700 Erfahrungspunkte haben wir fast, Ruhmpunkte. Und eventuell sogar nochmal eine Trophäe, jetzt fertig geworden über Nacht. Also falls die da hier gestern Abend im Spiel noch weitergemacht haben, könnte noch eine fertig sein. Oh, da wird aber auch schon wieder kräftig dran gearbeitet, dass dem so ist. Ich glaube, die Leute... Na, guck mal, eine Hirschtrophäe. Die haben auch richtig Bock drauf, dass hier neue Leute hinzuziehen. Das ist auch die letzte, die die gerade machen können. Wir haben dann kein Fell mehr für da. Beziehungsweise kein Hirschgeweih mehr. Fell hätten wir sogar noch ein bisschen da. Warten wir mal und nehmen wir die zweite noch mit. Dann haben wir noch genügend Ruhmpunkte und dann können wir direkt nochmal einen für unser Dorf organisieren. Dann hätten wir die eine Hütte auch voll und dann hätten wir noch eine freie Hütte mit wiederum drei neuen Plätzen. So, danke Mathilde. Was baut sie denn jetzt noch? Achso, die einfache Axt hat sie noch gebaut. Jetzt bist du fertig, oder? Verbinden, keine Bandagen. Brauchst du nicht. Das kann nur ein Kratzer sein. Wenn nur so wenig Lebensenergie fehlt, ist das nur ein kleiner Kratzer. Tja, soll ich so weiter an unsere Hütte bauen? Also nicht, dass es irgendwann unästhetisch wird. So. Wir können ja auch mal woanders nochmal welche platzieren. Achso, hier hinten hatte ich schon eine. Na gut, nicht so schlimm. So, 1926. Das reicht für jemanden Neuen. Können wir nochmal bei Farnworth gucken. Ob hier nicht noch einer dabei ist. Kaufen wir den hier die Leute weg. Wer ist das hier? Noch eine Annie. Wir haben schon eine Annie. Ich versuche Doppelnamen eigentlich jetzt mal zu vermeiden. Beatrix. Die kann ich nicht anheuern. Helene. Ja gut, die kann nur nichts. So gar nicht. Beatrix Dick. Seeking something? Hail fellow. Blanca, hallo? Oh, oh! Jagen 5, ernten
Die nehme ich mit. Oh, warte mal, Faulpelz. Oh, Produktivität minus 50%. Nee. Dann auf keinen Fall. Das tut mir leid, Blanka. Das ist Christopher, der war auch nicht so dolle. Hutch, was war mit ihm? Kurzsichtig, ja. Unerschütterlich, Produktivität minus 50%. Nee. Das möchte ich nicht. Da muss ich unbedingt drauf achten. Hier Alexander. Achso, das ist ein Weber. Den brauche ich gerade nicht. Ja, nee. Die besseren, die haben dann auch schon andere Klamotten an. Was? Ein Heiler? Hab ich ja noch nie gesehen. Seit wann gibt's denn Heiler? Okay, krass. Das ist noch nie unter. Vielleicht kam das auch neu hinzu irgendwie, aber hab ich noch nie gesehen. Das ist Blanka. Ja, die ist nicht schlecht, aber die ist Faulpelz. John! Ja, recht ausgewogen eigentlich. Kann von allem ein bisschen was. So, John. Du kennst den Weg. Wir sind ja schon lange Nachbarn. Dann leg mal los. So, und John. Hat jetzt eine Dreier-WG mit Opal und Gwen. Die müssten jetzt in ein Häuschen gezogen sein. So, und soll ich ihn mehr auf Ernten? Landwirtschaft haben wir jetzt. Drei Leute? Vier Leute auf Landwirtschaft. Das reicht doch eigentlich, oder? Aber nur zwei auf Ernten. Ich glaube, John wird erstmal Ernter. Opal hat Herstellung 2 erreicht. Sehr schön. Bis mir vielleicht was Besseres einfällt. Oder euch. Könnt ihr mir auch gerne schreiben. Ja, ihr sorgt für Frieden, natürlich. Bin ja sonst ein bisschen bescheuert, ne? May, auch wieder Heiler. Aha. Guck mal an. So, wir brauchen noch mal ein bisschen. Solange wie es jetzt noch Tag ist. Ja, brauchen wir. Bin ja schon weg. Wer ist das hier? Beatrix Dick. Gut. Ja, Schilfrohr. Und Federn. Wir schauen nochmal in den Sumpf. Nicht, dass wir nachher wieder mit allem anderen heimkehren, außer das, was ich eigentlich wollte. Da haben wir doch mittlerweile schon eine schöne Portion an Leuten hier angeschart, angesammelt. Zusammengeschart, so rum. So. Hier rechts ist Schilfrohr, hier oben auch. Und vorhin flog doch hier so ein. Da oben ist einer. Hm. Hier ist laut Karte Schilfrohr, aber ich glaube, ich habe das hier schon geerntet. Wir könnten hier vielleicht ein paar Frösche fangen und die mit nach Hause bringen. Da freuen sich die Leute, wenn abends nur noch die Frösche zu hören sind, wenn die schlafen gehen wollen. Hier drüben soll noch Schilfrohr sein. Ja, da. Ach, hier ist ja alles voll. Okay, cool. Nicht, dass Jane nachher nicht mehr jagen gehen kann, weil uns die Pfeile ausgegangen sind. Ja, Schilfrohr Außenposten wäre schon was Feines, ne? Das Problem hatten wir mit der ersten Siedlung nicht. Da gab es Schilfrohr direkt in der Nähe. Dafür gab es da keinen schönen Meerblick. Deswegen sind wir umgezogen. Packen wir uns mal einmal das ganze Inventar voll.
Dann haben wir da erstmal wieder genügend. Wie viel Platz ist noch? Ja. Dann irgendwann, wenn wir dann den Weber haben, können wir dann hoffentlich auch den besseren Rucksack herstellen. Ist noch Platz? 4 noch. 5 noch. 6 noch. Hehe. Eigentlich war hier nicht noch mehr? Doch. 2, 3, 4, 5. Okay. Gut. Hat nur eins zu viel bekommen, aber passt. Na gut, die Cranberries. Ja, ist egal. So, dann können wir wieder zurück. Dann können die wieder schön an der Pfeilfront ein bisschen was zurechtbauen. Nicht nur, dass wir dann später noch genügend haben, sondern auch, hier lagen noch die Baumstämme rum, sondern auch Jane vor allem. Also einen zweiten Jäger. Ja, theoretisch hätten wir da auch Bogen und so da. Das haben wir ja so eingestellt. Halt. Aber lohnt sich das denn? Ich bin von der Jägerhütte immer noch nicht so, wo ist es denn jetzt hier, so hundertprozentig begeistert, wenn ich ehrlich bin. Ja, doch, gefällt mir mit dem Zaun. Das ist schon ganz cool. So. Morning, friend. Hallo. War lange keiner unzufrieden, ne? Nach wie vor eher im Winter. So. Genau, jetzt können sie wieder schön Pfeile bauen. Können wir denen noch ein paar Äste organisieren lassen. Oder organisieren und dann... Ist auch wieder schön die Bäume nachgekommen. Guck mal. Ja, jetzt geht es auch echt ein bisschen mehr vorwärts mit der Aufforstung. Hat am Anfang ein bisschen gedauert, aber wenn das einmal so im Rhythmus drin ist... Wunderbar. Ja, geil. Da hatte ich schon mal drauf rumgekloppt. Und die hier, die werden nie zu richtigen Bäumen. Also es würde jetzt keinen Sinn ergeben, wenn ich jetzt warte, dass die zu Bäumen heranwachsen. Die bleiben, bin ich mir zu 90% sicher, immer so ein junger Baum. Die werden nie ausgewachsen. Also die entstehen dann später so als kleine, aber wachsen, glaube ich, nicht größer hinaus, als dass ich Äste rausbekomme. Achso, ja, im Vogel haben wir jetzt nach wie vor noch nicht erledigt. Aber noch ein bisschen Platz ist noch, ja. Ja gut, komm, reicht, da können sie ein paar Pfeile bauen. Und Trophäen ist jetzt, glaube ich, erstmal vorbei, oder? Da waren keine mehr übrig. Ah, Simone bringt irgendeinen Samen hoch zum Feld, um da was anzubauen. Gut, ja, hier und den scheiß Samen damit rein. So, wir gucken mal wieder zu unserer Eintopfproduktion. Und vor allem, wir brauchen Kupfererz. Wir brauchen echt dringend Kupfererz, damit wir Bronzebahn herstellen können. Damit ich nochmal neue Sachen produzieren kann. So, wie sieht's denn aus? Hier ist nichts drin. Aber gut, ja, wir haben halt auch kein Fleisch gerade. Aber theoretisch könnten die ja eigentlich echt gut die Pilzeintöpfe machen. Aber wir kommen auch gerade nicht an Pilze ran. Gut, dann müsste ich den ja hier eigentlich sinnvollerweise auch eingeben. Falls es da ist. Dass die halt in beiden Pilzeintöpfe machen könnten, wenn wir Pilze hätten. Wir haben sogar zwei Pilze. Aber warum steht da, dass wir keine Pilze haben? Das verstehe ich nicht. Warum steht da, dass wir keine... Oder sind das andere Pilze? Nee. Ach so. Ja. Danke, Elyse, für nichts. Okay, die hauen die Pilze immer da dran. Esst ihr ja auch gerne die geräucherten Pilze, aber... Ach, es wäre schon schön, wenn da... Achso, halt.
Jetzt ist ja meine Hütte hier oben. Kaum zu verfehlen. So, oben bei Bradford, da hatten wir direkt gegenüber von so einer Kupferstelle ein Reiseschild gebaut. Das ist hier. Nee, 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 lass ruhig draußen. Hol noch mal raus. Genau. So, okay, schön. Vielleicht kriegen wir ein bisschen Kupfererz und nicht nur Rohstein. Da wieder ein Pilz gesammelt. Na gut, wenn ich das Räuchergestell... Gut, ich könnte das Räuchergestell zum Testen deaktivieren, aber das Problem ist, dass die dann auch... Naja, gut. Ja, doch, könnte ich schon mal probieren. Ah, ein Kupfererz. Yay! Ja, Kupfer dauert gefühlt viel, viel länger als Eisenerz abbauen. Zweimal... Pfeile hergestellt, Ast rein, Rohstein, das ist nicht so schön. Komm schon, hol mal zweimal Kupfer auf einmal raus. Nee, 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 ja. Ah, direkt nochmal Kupfererz, viermal haben wir. Fünfmal. Er wird ja auch nicht müde. Ich bin so froh, dass das Erzabbauen keine Ausdauer kostet und ich alle 5 Schläge warten muss, bis die Ausdauer wieder da ist. Das finde ich gut. Generell muss ich sagen, finde ich Spiele, die eine Ausdauerleiste haben, wo man halt ein bisschen drauf achten muss, beim Kämpfen oder bei was auch immer, finde ich okay, solange es nicht übertrieben wird. Und für jede Aktion irgendwie ein Haufen Ausdauer benötigt wird. Wenn das so ein bisschen ist, ein bisschen was abzieht, finde ich das vollkommen in Ordnung. Und gerade wenn man dann wie hier durch gewisse Speisen dann ja auch die Ausdauergrenze nach oben oder auch deutlich nach oben verschieben kann. Oder halt die Gesundheitsgrenze, was echt viel ausmacht. So, jetzt haben wir ja doch nochmal ein bisschen Kupfererz bekommen. Na, ich wollte jetzt noch einmal abwarten und dann... Wie viel haben wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8... 10. Gut, reicht mir. Nehmen wir das untere. Hallo. Ja, die kommen mir gut vorbei an dem Zaun. Oder auch nicht. Ach, kommt schon, Leute. Das ist doch nicht euer Ernst. Ja, okay, dabei lassen die manchmal Sachen fallen. Ja, die Wegfindung, da darf von mir aus gerne nochmal so ein bisschen dran geschraubt werden. So, ich könnte jetzt selber Bronzebahn in Auftrag geben. Aber... Also selber machen, aber ich gebe das mal in Auftrag. Ja, nö, macht mal 10, genau. Wir haben jetzt theoretisch alles da. Kümmert euch da mal nach und nach drum. So, ich gebe es mal überall an, dann könnt ihr das vielleicht gleichzeitig mal machen. Das wird sinnlos, weil wir nicht so viel herstellen können, aber wenn die durch sind, sind sie durch. Dann kann ich den Rest dann auch nachher wieder rausnehmen. Ach, hier war noch Kupferbahn. Sehr schön. Geräucherter Pilz. Nein. Ja, ja, echt schade. Ich kann aber aus der Sammelhütte... Die ja nicht bei Sammeln drin ist, sondern bei Ernten. Ein Salbei rausnehmen. Dass sie nur noch Pilze und Beeren sammeln. Die sammeln ja auch echt gut Pilze. Also pass mal auf, ich mache jetzt mal, ich deaktiviere mal das Räuchergestell.
So, dass sie wirklich sich nur mal um die Kessel kümmern. Dass sie die Pilze nicht dafür verbraten. Oder verräuchern. Zur Not hätten wir noch genügend Kartoffeln. Aber mit den Rüben kann ich noch nichts anstellen, oder? Nee. Nee, leider nicht. Den Rüben geht noch nichts. So, wir gucken jetzt mal, ob wir hier in den letzten paar Minuten doch nochmal irgendwo einen Vogel vom Himmel holen können. Oder ob das mal irgendwann mal eine einmalige Geschichte gewesen ist, dass ich so ein Tierchen da oben erwischt habe. Weil das ist nicht so leicht. Aber ich finde es auch gut, dass es nicht zu leicht ist. Hier flogen doch sonst immer mal welche rum, oder? Hier ist immer noch dieser Einsiedler unterwegs. Vielleicht habe ich seine Pläne durchkreuzt, aber er lässt sich nicht unterkriegen. Er hofft vielleicht, dass seine Nachbarn endlich wieder wegziehen. Sieht aber eher nicht danach aus. Ich finde es nach wie vor schön, das Plätzchen, was wir uns hier am Meer organisiert haben. Gefällt mir sehr gut hier, die Ecke. Ein bisschen mehr Wald ringsrum wäre noch geiler. Also wenn das hier hinten raus so ein richtig schöner, dichter Wald wäre, das wäre super. Ich habe doch da gerade schon wieder ein Eichhörnchen, wollte ich sagen. Ein Hirsch gehört da hinten. Wenn ich keinen Vogel finde, nehme ich auch gern diese Landvögel mit Geweih mit. Das war nix. So, da haben wir jetzt einen Pilz bekommen. Gerne noch mal ein paar mehr, dass wir auch mal einen Pilzeintopf machen können. Tja, Fleisch kommt halt auch nur sehr rudimentär rein, wenn ich mal was mitgebracht habe. Oder Jane auf der Jagd war. Ah, shit, ja. Sniper. Ja. Ich schaue gerade wegen Vögeln nach oben. Nicht, weil ich da oben die Hirsche suche, sondern weil ich einen Vogel suche. Ich höre sie, aber... Vielleicht kann ich sie vom Baum runter wackeln. Ich einmal dagegen trete, gegen den Baum. Vielleicht fallen die dann runter, aber ich habe da so meine Zweifel. Solange die Flügel von denen noch funktionieren. Ja, ja, hier ist wieder irgendwo einer. Manchmal siehst du dann überall die Vögel, aber wenn du die natürlich gerade suchst, findet man sie nicht. Wie immer. Gibt's doch nicht. Oder ist jetzt vielleicht gerade eine Jahreszeit? Ach mal, Jane hat Fleisch organisiert. Gibt es vielleicht auch irgendeine Jahreszeit, in der hier weniger Vögel unterwegs sind? Ja, das war zu optimistisch. Also hier waren aber definitiv schon mal Vögel unterwegs, aber jetzt gerade aktuell so gar keiner. Vielleicht sind die auch am Abend dann nicht mehr so aktiv, keine Ahnung. Moment, was kreucht und fleucht da hinten rum? Wölfe? Ja, wird langsam dunkel. 1936.
hoppelt wieder ein Häschen, aber gut. Die lassen wir ja in Ruhe. Um die kann sich gerne Jane kümmern. So, jetzt wieder zwei Pilze. Jetzt habt ihr theoretisch genügend Pilze. Ach so, aber es kann natürlich auch sein. Ah, stimmt. Wir haben ja auch im... Die hängen doch manchmal auch die Pilze und Beeren an die Sammelhütte dran. Da sind doch auch... Ach, guck mal, Bronzebahn ist fertig geworden. Da sind doch auch diese Trockengestelle für Pilze. Oder halt Beeren. Oh nein, nutzen die das manchmal? Aber ich glaube, da kann ich nichts einstellen, oder? Habe ich noch was zu essen mit? Cool. Ah ja, immerhin. Oh, der war gut. Was ist hier? Baum. Nächster Bronzebahn, ja. Oh, da ist ein Eber. Hallo. Ich habe lange keinen gesehen hier oben. Und die anderen beiden da drüben, was ist das hier? Sind da noch mal drei Wölfe. Ich versuche mal den Eber noch zu erwischen. Diesen, oh, nice, ein Eberhauer. Die sind ja Gott sei Dank nicht so leicht zu verfehlen. Jetzt sind doch wieder ein paar mehr Wölfe da. Einer. Direkt der seinen Kumpel an hier. Hey, wo wollen wir denn hin? Ja, geil. Scheiße. Kleine Links-Rechts-Kombo. Und der andere liegt da oben. Keine Wolfszähnchen. Auch nicht. Der letzte vielleicht. Da drüben sind noch welche. Hat sich im richtigen Moment rumgedreht. War auch knapp. Nee, auch nicht. Schade. Was haben wir da drüben noch? Ist noch ein Wolf wahrscheinlich. Oh, der ist aber gefährlich nah an unserer Siedlung. So geht's ja nur nicht. Muss ich doch hier Zäune und Mauern bauen. Wo ist er denn? Da. Ah, sehr gut. Jagen 4. Yes. Geil. Neue Jagenstufe erreicht. Fast vorbeigelaufen. So, 5 Pfeile, die können wir wieder auffüllen. Ach, guck mal. Nein, dreh nicht ab. Mist, ich hab gehofft, der kommt jetzt gerade weiter zu auf mich geflogen. Shit. Na, das war ja klar. Auch noch bei Nacht. Nee, das gebe ich mir jetzt nicht. Bei Nacht versuche ich hier nicht, irgendeinen Vogel vom Himmel zu holen. So, ja, auf den Feldern, die haben immer leider ein paar Überstunden drin. Jane geht nochmal jagen? Jane, bist du sicher? Das, also, ich glaube, Wölfe und da hinten wirst du vielleicht nur noch ein Häschen finden, aber für mehr... Soll sie ja auch gar nicht machen. So, ja, also das Problem mit den Pilzen könnte natürlich noch sein, dass die automatisch die Pilze hier hinten irgendwie zum Trocknen dranhängen. Hier. Genau. Aber ich kann die Teile... Hier ist auch noch ein Ständer. Die kann ich, glaube ich, nicht... Also ich kann hier einstellen, was die sammeln sollen. Ich kann hier aber nicht sagen, bitte, bitte nicht trocknen. Das ist nämlich, glaube ich, genau das, was die machen. Die trocknen dann hier die Pilze. Ich glaube nicht, dass die jetzt einen Pilzeintopf, obwohl genügend Pilze da wären, hergestellt haben. Achso, warte mal. Wir haben noch einiges an Fell mit. Wer hat hier, was ist hier fallen gelassen worden? Achso, ja, ne, kann man ja mal hier rumliegen lassen. Sag mal.
Einfach so das wertvolle Erz hier auf den Boden geschmissen. The chill in the air tells me winter's on its way. Eberhauer brauchten wir auch zwei, glaube ich, für eine Wildschwein-Trophäe, oder? Oder hat da einer gereicht? Ja, ein Eberhauer reicht, okay. So, da machen die einfach immer mal ein bisschen was, wenn was da ist. Da ist wieder ein Pilz. Na gut. Ne, doch nicht. Das ist das Räuchergestell, was da noch brennt. Obwohl da nichts mehr dran soll. Naja. Ist auf jeden Fall wieder ein bisschen Fleisch da. Kriegen wir schon noch irgendwie hin. Habt ihr vielleicht noch Tipps, wie ich das dann sonst noch irgendwie drehen kann, dass die mir mehr herstellen? Von den Eintöpfen mehr Fleisch, klar, mehr Pilze, aber auch die beiden, die ich jetzt extra fürs Kochen abgestellt habe, haben da anscheinend nicht so wirklich Bock drauf. Ich könnte aber... die Pilze nochmal eine Priorität höher geben oder zwei. Gut, auf jeden Fall, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.